Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben jetzt hier erstmal meinen Kumpan, meinen Valentine, erstmal eine komplett neue Rüstung gebaut. Weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich in meinem Inventar einfach mal vier solche fucking Power-Rüstungen hatte. Da habe ich jetzt mal eine zusammengebaut, ein bisschen geupdatet. Und jetzt suchen wir uns mal hier den Vogel, damit wir die Aufgabe hier abgeben können. Frau MGB! Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und hab dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Ja, wunderbar. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Ja, damit bringst du unsere Sache voran. Oh yeah. Ich glaube, es wird 37 mal egal. So, was ich jetzt gerne mal testen täte. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh. Halt die Fresse. Alles tut weh. Mama Murphy. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal führt? Ach komm, also ich tue diesen Drogen. Dieses Mal. Die sind toll. Mehr was für Wissenschaftler und Techniker, aber warum sollte die alte Mama Murphy kein geheimes Genie sein? Ach komm, die pumpen mal zum Drogen zu. Ja, bitte. Ah, hervorragend. Ich spüre, wie das dritte Auge sich öffnet. Du bist dem Mann auf der Spur, der dir deinen Jungen genommen hat. Ich sehe ein Haus, fest verriegelt. Ketten angelegt von einem lächelnden Hai. Aber es gibt eine Alternative. Ich sehe sie. Ein Schlüssel. Verloren, vergessen. Nach unten gefallen. Sieh dir die Stühle unter dem Haus genauer an. Sie beherbergen das Geheimnis. Mach dir wegen mir keine Sorgen, Kind. Die Camps spielen gerade ein wenig verrückt. Ich werd' schon wieder. Früher oder später. Hey. Mir geht's gut, Kind. Muss es nur ein bisschen ruhiger angehen lassen, bevor ich das dritte Auge nutze. Also müssen wir später nochmal bei dir vorbeigehen, ob dir das allen nicht gefällt. Boah, meine Lieblingsrüstung, Alter. Ist nie ganz fertig, aber das wird noch. Ich brauche eigentlich jetzt bloß noch die T60-Rüstung, weil T50 habe ich auch. Naja, sehr gut. T50 habe ich nämlich auch schon. Liegen mal, wie gesagt, bei mir alle bloß im... im Tresor oder wie man das da nennt. Das Problem ist aber, dadurch, dass das alles da drinnen liegt, müsste ich auch bei Gelegenheit mal das ganze Zeug da auf solche Skelette schieben. Das ist das Problem eigentlich. Weil müsste jetzt ja irgendwo die Piper sein. Hallo Piper, was machst du hier? Hab ich die Wanderer geschickt? Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Als ob sie das nie wüsste. Ah! Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet, Er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Ha. Typen wie der haben doch sicher Zugang. Die können rein und raus spazieren. Aber wir wissen beide, dass dieser Ansatz nicht funktioniert. Weil er tot ist? Weil er tot ist. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet.
Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und jetzt? Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer... Ich nehme trotzdem Valentine mit. Wie liegt denn die da? Hey, Piper. Na los, ich will alles hören. Wo anfangen? Wo soll ich anfangen? Als ich rausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit muss über einem noch Jahr mal durch? Diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie... Wo das Institut liegt. Können wir schon. Genau, aber können es... Können wir schon. Kellogg. Können wir schon. Ja, können wir haben doch können wir schon, können wir schon, können wir schon. Weil er tot ist. Einem... Weiter. Er hätte nichts ausgespuckt. Auch wenn wir ihn... Das Hirn... Du sprichst... Hör zu, wenn... Können wir da alles... Oh, das muss ich echt hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze... Herrgott, Nick ist ja... Ja, klingt gruselig. So, hab schon also, was. Also, ich glaube, ich hab da schon... Kybernetik, ha? Haben wir auch schon gehabt? Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Ich nehme Nick. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Okay. Gut, nach dem kleinen Abbruch der Quest, Mike, kann ja passieren, können wir jetzt hier wieder verschwinden. Piper. Ach, Gott sei Dank. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Sollte das Motto von Diamond City sein. Hast du dieses Luftschiff gesehen? Ja. Wer ist die stählende Bruderschaft? Willst du nie und wissen. Wieso ist sie hier? Willst du nie wissen. So, wollen wir uns die stählende Bruderschaft angucken? Was haben wir mal hier? Fallakte, sieh dir die Fallakte an. Wo muss ich da hin? Ist jetzt so raus? Warte mal, man kann da mal lokal machen, ne? Hier drin scheint es nicht zu sein, das muss dann draußen sein. Sind der Hexerei untersuchen. Sieh dir die Fallakte an. Also erstmal wieder lokal weltweit, bitte, danke. So, erstmal hier. Ego, da müssen wir eh hin, da müssen wir hin. Was haben wir hier? Das ist ja Bucky, das haben wir schon rausgefunden. Den müssten wir mal helfen bei Gelegenheit. Da wollte ich eh mal hin, weil die noch was für mich haben bestimmt. Ich würde sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal wieder um die Nebenquesten. Daten, Karten, Inventur, ne, wo ist es denn? Bei Daten, ne? Mit Aufgaben.
So, das lassen wir raus. Machen wir erstmal Spionage weg fertig. Machen das fertig. Machen dich fertig. Fallakte, das machen wir mal raus. Weil das ist irgendwie buggy. Weil ich habe die mir schon abgegeben. So, sieht die Fallakte an. Muss hier irgendwo sein. Bestimmt bei Valentine im... Du hängst mit Valentine rum, was? Schön für dich. Guck mal, was hier steht. So eine komplette Power-Rüstung. Das ist schon mal gut zu wissen. Müssen wir uns merken, dass da noch eine Power-Rüstung steht. Da könnte ich nämlich noch meinen 50er drauf bauen. Das Interview mit dir gelesen. Tja, das, was damit du da keinen Ende Ärger machst. Alle ich was gehabt. Gut. Ich werde nicht zulassen, dass jemand den einzigen anderen Roboter, den ich hier mag, schlecht behandelt. Hä? Der ist doch krank. So, dann schauen wir die Fallakten. So, okay. Es sind Fallakten über die verschwundenen Leute sozusagen, die das Institut quasi gekidnappt haben soll. Okay. Suche Hinweise. Ja, ja. Haben wir hier noch eine Fallakte? Holoband hinzugefügt. Holoband anhören. Machen wir das spontan. Noch eins rüber, bitte. Diverses. Irgendwas mit M war das, glaube ich. M. Das ja. Hören wir doch mal rein. Niki, du alter Nietzsack. Hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Shem Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Da habe ich jetzt zwei super tolle neue Aufgaben gekriegt. Ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Da tun wir quasi so ein bisschen die Fallakten. So, jetzt habe ich zwei neue Aufgaben, wie gesagt, bekommen. Da müssen wir jetzt, da können wir ja quasi ein bisschen die Fallakten vom... Valentine mit abarbeiten. So, das müssen wir schon schauen. Ich würde jetzt aber erst mal das hier zu Ende machen. Und vor allen Dingen will ich mal ins Museum der Hexerei. Das ist echt interessant, was das ist. So, würde ich sagen, machen wir das einfach. Und zwar werde ich erst. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt erst dahin reise und dann darüber laufen könnte. Na, wir machen es mal. Wir waren ja schon mal da. So. Die Waffe ist geil. Haben wir alles? Das haben wir. Warte mal, du kannst mal. Aufgepasst. Rede weiter. Wir kurz mit mir handeln, wenn es geht. Was immer du brauchst. Jojo, und ich will bloß was loswerden, dass du mal schleppen kannst für mich. Perfekt. Ich habe ihn auch bei den Dingern hier Stoßdämpfer mit reingebaut, das sollte er mehr tragen können.
ja schon mal was. So. Jetzt muss man wieder in den Keller, wa? Sieht soweit ganz gut aus. Den Weg hier nach unten kennen wir ja. Nur, dass uns jetzt hier noch so cool überrascht. Aber mit meiner super Knifte, denke ich, hallo. Mit meiner tollen neuen Knifte. Die fetzt irgendwie. Das ist ein Stil. Hallo, bin da, wer doch? Und der Neue hat mich zusammengeflickt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Soll ich deine Lüge stützen? Alles gefällt garantiert Valentine nicht. Ich sag die Wahrheit. Zum Großteil, aber es waren nicht 100 und Deacon hat mich die ganze Zeit über begleitet. Wir schmücken also mal wieder die Wahrheit aus, nicht wahr? Sie hätte mir das abgekauft. Mach dir nicht ja. vor. Aber trotzdem, ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Worum sollte ich beitreten? Ach komm. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Mehr Optionen, Professor, kein Codename. Mehr Optionen. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Silberzunge, Bullseye. Das klingt alles scheiße. Ich überleg mir was. Das ist eine wichtige Entscheidung. Lass dir Zeit. Professor, kein Codename. Ich will eigentlich keinen Codenamen. Ich will keinen Codenamen. Codenamen sind nicht optional. Alle Agenten müssen ihre Identität geheim halten, um sich und ihre Lieben zu beschützen. Soll ich mich der Professor nennen? Ich bin der Professor. Ich nehme Professor. Nennt mich Professor. Du hast deine Intelligenz eindrucksvoll zur Schau gestellt. Also, Professor. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort der Spitze muss man aufpassen. Man weiß nicht, wann man beobachtet wird. Sei also vorsichtig. Ich bin jetzt der Professor. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Die Nahschrank. Ja. Soll ich jetzt hier einfach weitergehen, oder was? Ja, okay. Okay. Dann ab ins Hauptquartier! So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch, also gibt es eine Menge für dich zu tun. Also die nächste Fraktion, die ich komplett unterstützen kann, das ist schon mal geil. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht findet. Zumindest nicht bald. Das sind Agenten, okay. Ja. Hört mal an, das hier ist Professor. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Okay. Was auch immer der Hintereingang ist.
Dankeschön. Was haben wir hier noch? Ah, Forscher ist nicht. Was kann man machen? Bettmeier. Wo ist der Flex? Nehmen wir mit. Kann man immer brauchen. Sonst machen wir. Plasma-Panade. Nehmen wir mit. Ah, das ist doch unser neuester Agent. Irgendwie wird das nie mehr, wa? Das läuft. Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt es dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Mecker, 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 mecker. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Klingt nach einer wichtigen Mission. Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Bahnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Freundlich zustimmen. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Du hörst dich tatsächlich recht überzeugend an. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Warum sind eigentlich die manche immer so böse zu mir? Ich will denen doch nur helfen. Also eigentlich will ich sie alle bestehlen. Nehmen wir mal mit. So, die habe ich jetzt... Hey, cool. Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Hey. Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten. Okay. Und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Warum ist er... Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar. Ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Er scheint nicht ganz so zufrieden zu sein mit seinem Job. So, du siehst wichtig aus. An was dran. Oh, nee. Ich hoffe nur, es läuft besser. Du siehst wichtig aus. Willkommen in der Familie. Wir sind ein bunter und durchaus verrückter Haufen. Und du bist jetzt mit dabei. Ach ja, wenn du einen Begleiter möchtest, lass uns doch einfach wieder zusammen losziehen. Jetzt gerade nicht. Tja, wenn du es dir anders überlegst. Finde ich nicht so sympathisch. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Okay, dann reden wir nochmal mit der. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Desdemona. Mit aufgeteilten Informationen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Deacons Quote ist die beste. Von ihm könntest du viel lernen. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriege ich auch meine Nacht frei. Glory. Hey du, im Switchboard hat es also von bösen Jungs gewimmelt. Und von Minen. Stimmt das? Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Nee, war nicht alleine. Du klopfst nicht so ziemlich. Ich hab's nicht allein getan. Aber ja, ungefähr so war das. Das ist heftig. Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geistmist. Kraft. Krips, Schleichen, Krips würde ich sagen. Wir haben Schwachstellen in der Verteidigung gefunden und sie ausgenutzt. So kann man es wohl auch machen. Tja, willkommen zu unserer Party. Nach dem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Wer ist Tommy Whispers? Tommy war der zweite Krieger im Hauptquartier. Er ist verschwunden, seit die Arschlöcher vom Institut das Switchboard ausgeschaltet haben. Seit er weg ist, war ich pausenlos auf Mission. Ich bin also verdammt froh, dass du hier bist. Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, mit dem man sich nicht anlegt. Nach Synth fragen? Du bist wirklich ein Synth, oder?
Du hast mich vorhin also nicht auf den Arm genommen. Das steht auf dem hergestellten Institutstempel auf meinem Arsch. Ich habe viele Fragen über Syns, über das Institut. Wärst du bereit, ein paar zu beantworten? Wenn es sein muss. Yes. Ich weiß wesentlich weniger, als du denkst. Meistens war ich an der Oberfläche, hab in Ruinen und so nach Bergungsgut gesucht. Als ich die wenigen Male im Institut war, war ich für die nur ihr denkender, fühlender Hammer. Das klingt erniedrigend. Das könnte man so sagen. Ich hab den Arschlöchern geholfen, mehr Synths zu bauen. Synth-Entwicklung nannte sich das. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das war. Manchmal würde ich es gern vergessen. Egal, was Des und die anderen sagen, Synths sind keine Menschen. Wir werden Knochen für Knochen, Muskel für Muskel zusammengebaut. Ich hab's gesehen. Okay. Ich gehe in den Schießstand. Ich muss rumballern. Sofort. Nachdem noch eine Stunde gesagt hat, Schicht zu erwarte Ende. Ich Großes von dir. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was erledigen. Okay. Dann verlassen wir mal den Verein hier. Wollt ihr nicht zum Schießstand? Ich schätze, du bist hier um. Ja, haben wir den Abschluss schon besprochen. So, was bist du für ein Clown? Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Dibrov. Pam! Verarbeite. Agent. Professor. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Verarbeitung läuft. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Ham, prädiktive Analysemaschine. Schön, dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person, ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Das ist Was? Erstaunlich. Das ist erstaunlich. Vorsicht, biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Auch wenn du manchmal falsch liegst. Ist das unglaublich? Ich wiederhole. Vorsicht. Es wird als unklug erachtet, sich auf Vorhersagen dieser Einheit zu verlassen. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Cooles Ding. Okay, ja, was ist los mit PC-Gedönse? Aber ein. Oh, eine Kaffeedose. So. Ja, damit hätten wir die Aufgabe ja theoretisch erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier der Hintereingang, der Hinterausgang? Ah ja, da hinten. Nee. Hä? Die Nick sagte, gibt es noch einen Hintereingang? Ah. Alle sagen, du übertreibst es mit den Camps. Aber meine Augen sind weit geöffnet. Ich sehe. Geht nur noch mit dem? Sensorabtastung, bist du sauber. Hurra, wir sind insektenfrei. Erleichtert. Da bin ich erleichtert. Hey, 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 nicht so schnell. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Was? Fragst du ernsthaft, ob ich Lebensmittel esse? Die Lebensmittel da draußen sind gefährlich. Verseucht. Daher baue ich mein eigenes Essen an. Regeneriertes, sauberes Wasser. Nährstoffe aus der Gegend. Ich nehme nichts zu mir, was ich nicht gesehen habe. So. So bleibt man sicher. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington.
Das Institut ist in deinem Blut. Ja, ist stimmt, voll ist krank. Hätten wir auch nur einen Beweis dafür, ja. Ziemlich schrecklich. Okay, okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Ach komm, gib her. Leg los, Tom. Yeah, so gefällt mir das. Jetzt ermutigst du ihn sogar noch. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Zeig mal, was du so hast. Mach's dir bequem. Und lass dich verblüffen. Der hat mir irgendeine Droge verabreicht. Haben wir hier irgendwas gebraucht? Nicht wirklich. Gut. Die ist gut, die Waffe. Oh, was ist denn da? Spielzeug. Die Waffe gefällt mir, definitiv. Wir haben gerade viele Sünden im Spiel. Das macht die Sache echt gefährlich. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge, wir kommen ja direkt heraus teleportieren, glaube ich. In der nächsten Folge werden wir uns mal an etwas wagen, was ich schon die ganze Zeit vorhabe. Ich überlege bloß gerade, welches wir uns daran wagen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also wir haben da einen Punkt noch offen, da einen Punkt haben wir schon ewig offen und natürlich würde ich gerne mal dahin gehen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich von Highschool Südboston nach zu der Werkstatt durchkämpfen und dann mal schauen, was das Museum da oben zu tun hat, der Hexerei. Dann werden wir denen da wahrscheinlich helfen am Strand und natürlich mal ein bisschen runtergehen, weil hier war ich ja noch gar nicht, wie man so sieht. Ne? Also, das aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Huschel.